sieht doch bestimmt ganz schick aus. So, so ein bisschen Wood hier. So, Margret, du stehst uns gerade im Weg. Margret, marschier mal da her. Ja, jetzt reg dir mal ab und hau deine Haare nicht die ganze durch deine Kapuze durch. Das ist nicht so toll. Alles klar. Brauche ich noch vielleicht noch einen Fernseher? Hier so ein bisschen Wohnzimmerausstattung. Die Tapete kaufen wir uns einfach mal hier. Erstmal noch hier so Standardzeug. Hier so ein Teppich. Da können wir dann später unsere Videospiele draufstellen. Dann hätte ich hier gerne so einen Eingangsheimteppich. Simlons 100. Egal. Okay, ich würde sagen, wir verdienen jetzt erstmal ein bisschen was und dann. Jo. Okay, du willst gleich arbeiten. Sonntag. Ach, naja, damit zum Montag alles hat. Sonntag mache ich sowieso grundsätzlich nichts. Journalismus, Wirtschaftskarriere starten. Dass die keine Bewerbungen oder so schreiben müssen. Hier bei Sims ist alles einfacher als im echten Leben. Nein, du willst doch den kleinen Pupser da sprechen beibringen. Aber Radio hauen wir uns mal an. Schlag. Ach, wieso nicht? Das kann man uns vielleicht nicht leisten, so. Nein. Das klingt doch gut. Kaffeebotin. Die schillernde Geschäftswelt ist stets... Ach, Geschäftswelt. Genau, der Geschäftswelt, der kommt uns besuchen. Die schillernde Geschäftswelt ist stets auf der Suche nach cleveren Sims, die tatkräftig anpacken. Der Vorstand legt einen besonderen Wert auf ein gutes Betriebsklima, die richtige Arbeitseinstellungen und die Fähigkeit, produktive Meetings zu leisten. Glückwunsch! Margret hat soeben die Zusage für einen neuen Job bekommen. Margret muss am Montag um 8 Uhr am Arbeitsplatz voll cool Corporate Towers erscheinen. Iqbal, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Albi ist der... Keks. Na naja, gut, hauen wir es mal aus hier. Jenseits von Gugu und Guru. Warum willst du Charisma erlernen? Das bringt's dir doch nicht. Ach, die Kotschkrim Iqbal. Das ist der Iqbal. Okay, der Iqbal. Wo steht denn der Iqbal gerade rum? Ach so, die telefoniert gerade mit ihm. Okay. Ja. Während er sich hier ums Kind kümmert, so, was machen wir dann wegen mit ihr? Sie könnten mal in den Stadtpark gehen und... Was macht sie da im Stadtpark? Kekse essen. Oder sie holt sich einen Drink zur Feier des Tages. Holt sich einen Drink und kotzt dabei die Bedienung voll. Das finde ich gut. Und hier haben wir Erinnerungen und alles Mögliche, ne? Biografie, ja. Also das hier ist einfach in ein paar Sims-Updates reingekommen, so Erinnerungen und so. Ist eigentlich ganz nett. Gemüseburger. Ja. Yeah. Vegetarier sollen hier länger leben. Ich hol mir meinen Drink aus der Gefriertruhe. Doch als ich ihn rausnahm, war die Gefriertruhe voll. Und mein Drink war weg. Und ich schlürfe meinen Drink. So. Oh ja, Mülltonnen tauchen. Dass man hier auch einfach reingehen kann, ne? Dass die da wirklich einfach so in die Mülltonne reinspringen.
ohne irgendeinen Gedanken daran zu verschwenden, dass sie da eventuell nicht mehr rauskommen könnte. Nein. Wie schaut's eigentlich gerade mit dem Pupser aus? Das Laufen beibringen, yay. Ein Kind bekommen. Ja, ist klar hier. 0 von 5. Circula. Beförderung. Wischiwaschi-Tücher. Yay. Ja, und so kannst du hacken, meinst du? Ja, hacken. Oh, Vina. Kusi Bijavola? Und es gibt übrigens fliegende, ich weiß gar nicht, fliegende Einkaufswagen. Fliegende Einkaufswagen. Oh, Vani Bao. Und der Müll, den musst du immer auf den Boden werfen. Ja, Müll immer auf den Boden werfen. Oh, ja. Suwappe. Und so kannst du dir ein schönes Schnitzel mit Möhrchen und Kohl zubereiten. Schnitzelkohlmörchen, nicht meins. Und so stalkst du jemanden und machst heiße Fotos. Ja, ja, solche Fotos. Oh, Vani Bao. Ja, Hähnchenkeule. Ja, gut, gut, gut. Oh. Oh, Kornupi. Theater. Oh, Theater, mach jeden Tag Theater. Kusi Bijavola? Oh, Vina. Okay, sie badet dann alle Seelensruhe. Und so wird Elektrizität erzeugt, mein Sohn. Zibubanza? Oh, Luchidu. Etwas säubern. Nibuna. Und Quallen. Ja, Quallen. Lebewesen. Ja. Kavusi Zirkala? Kavusi Nebnem? Wolken sich aus Wasser. Und gleich kann sprechen. Oh, Verna Yaga. Er setzt ja, Nibuna. Und der Tod, der Zirkala? Ist deine Erlösung. Oh. Tod, meine Erlösung. Die andere Erlösung. Wie niedlich, Pupser hat gerade das Sprechen gelernt. Jetzt muss dem kleinen Tim nur noch beibringen, wie man wieder aufhört. Du. So was brauchen so Pupser gerade weg. Oh, Uba. Michlini. Pupser. Chabila Dono. Ja, komm. Stambadu. Können wir mir gleich das Laufen noch beibringen? Mit Pupser sprechen. Ja, Kuma. Kleinkinder sind vielleicht keine großen Redner, aber trotzdem kann es sich mit ihnen unterhalten. So, sind eigentlich mal Nachbarn vorbeigekommen? Ja, schon nicht so aus. Ja, sie versucht sich hier gerade ihre krankhafte Hautfarbe abzuwaschen. Sie schaut so ein bisschen aus wie eine Elfe. Oh, wie Kundo. Oder? Frage? Schaut sie aus wie eine Elfe? Wie finden sie die Ähnlichkeit mit einer Elfe? So, kann sie eigentlich auch gleich pinkeln? Gleich noch mit pinkeln gehen, so rum. Und sie natürlich was säubern. Was natürlich gerade nicht so. Wuppala. Okay. So, was macht sie ein bisschen? Sie. Ja, genau, was macht sie ja, wenn? Sie hockt sich vor den Fernseher. Fernsehen. Vielleicht läuft der gerade ihre Lieblingssendung. Das Gesundheitsmagazin. Geheimnisse der Geschichte. So, und das heute geht's um das Geheimnis der Nekromantie. Ja, wir können sagen, dass Nekromanten Toten geboren haben. Sondern Bankangestellte. Und das war Professor Strohsack von der Stroh-Universität. Ihr Werbeslog, wir haben wirklich nur Stroh im Korb. Ja, danke für das Interview. Ja, und das waren die Geheimnisse der Nekromantie. So ein Scheiß.
Jeder weiß, dass eine Kommandantenmethode beschworen haben und keine Bankkaufleute. Ja, er hat hier seinen Spaß mit dem... Ach, das klingt jetzt pervers. Er hat seinen Spaß mit dem kleinen Kind. Super. Klingt nicht wirklich auch. Wie sieht da, Bock? Du Verluf! Ja, ja, und er heult so rum, dass er ihr Mann in einen Bankkaufmann verwandelt hat. Der böse Nekromant. Wie nennen wir ihn? Der Nekromant. Jetzt irgendein Name, der alt klingt. Pupser, der Nekromant Pupser. Genau, und schaut die Mutter hier zu dem Baby nach hinten. Pupser, verwandelt mal den Mann zurück. Du kannst dich doch nicht zum Vampir verwandeln. Ja. Okay, das waren jetzt die Geheimnisse der Geschichte. Jetzt wird uns wieder Realität zu. So, also Realität. Also die Realität hat eine geile Grafik. Und man kann die Realität anfassen. Wow. Ja, okay. Na los, Pupser, du schaffst es. Ja, vielleicht sollte ich dich erstmal aufs Ding setzen. Pupser beibringen, auf Top 4 zu gehen, dann pupst du nicht ständig rein. Boah, ey, da läuft doch echt dasselbe hier. Oh, schau mal, na wein. Gartenspaß. Oh ja, Xylophon. Ich glaube, so ein Xylophon wäre vielleicht doch was. So einfach das Xylophon von Nap. So, und wenn wir genug Geld haben, dann baue ich hier alles sowieso mal ein bisschen. Ja, meine super Gesangskünste, doch. Los, Pupser, du schaffst es. Here we go. Los, Pupser. Go, Pupser. Los. Du schaffst es. Scheiß dich über die Zielgerade. Jo, doch. Auf Boden verdammt. So, ich nehme an, du kommst auch hier nicht zu leer. Okay, ich würde sagen, wir kochen so langsam mal was. Wer kocht? Keine Ahnung, ich würde sagen, ist ein bisschen gefährlich, wenn sie kocht, wenn sie das Essen kocht, dann ist die ganze Familie, wenn das Essen kocht, ist die ganze Familie krank. Okay, was kochen wir denn davon? Tofu. Herbstsalat, das machen wir Macaroni, Salat, das ist ein richtiges Abendessen. Pupser. Typo Lichtkampf. Seine Spezialattacke ist Pups, eine Giftattacke. Macht jeden Gegner One-Hit. Jetzt hat mein Kopf gerade, Junge. Ja, das. Ganz genau. So, der kocht hier eine Runde. Du sollst damit auf dem Xylophon rumdingens und nicht deine. Ich. Oh ja, meine Reden hier, die sind gerade ein bisschen. Ein bisschen, wie soll man sagen, falsch. Sehr falsch, richtig falsch. Klingen auf jeden Fall sehr falsch, meine Reden heute. Okay, riecht gut, hä? Ja, ich riech's auch. Ach nee, das ist ja mein. Ja, mein Schweiß hier. Der riecht wunderschön. Nee. Witz jetzt, aber. Boah, das klingt alles krumm und schief, Jung. So, Jung, ich zeig dir mal, wie man das macht. Du haust hier drauf, dann haust du mal hier drauf, mal hier drauf, mal hier drauf, dann nochmal hier drauf, dann hier drauf und hier drauf. So, und so machst du das. Oh, Mensch, Jim, jetzt hast du das Essen angebrannt. Och, Mann, Junge, du bist so ein Pro-Koch. So ein Pro-Koch, ja, das frisst ihr jetzt alle hier. Halt zum Essen rufen. Du warst dabei. Nehmen wir an, liegt daran, dass du Hitzkopf bist. Du regst jetzt richtig auf. Mal schauen, spiel mal, wir werden alle sterben. Wer werden alle sterben? Weil dies der so weit. Ja los, komm, Spiel, wir werden alle sterben.